Herzlich willkommen zu unserem heutigen ISV-Webinar. Mein Name ist Susanne Bock und ich bin in der Dachregion verantwortlich für das ISV-Programm. Viele von Ihnen kennen es wahrscheinlich schon. Wir stellen in regelmäßigen Abständen einmal im Monat eine ausgewählte ISV-Lösung von unseren ISV-Partnern vor, die Sie, wie gesagt, gut unterstützen, sowohl intern als auch in Kundenprojekten. Und genau so eine Lösung werden Sie gleich kennenlernen, und zwar die Lösung BIRDS von der Firma Hilstar. Nicht nur der Name ist vielversprechend, sondern es ist auch eine ganz tolle Lösung. Das können wir aus Erfahrung sagen, denn wir bei QWS arbeiten intern auch mit dieser Lösung und sie macht uns wirklich das Leben Tag für Tag einfacher. Also ich schätze es sehr. Das ist eine BI-Lösung, die auf Power BI basiert. Sie alle nutzen ja Business Central oder und auch Ihre Kunden oder auch Navision. Und das ist eben wirklich eine super Lösung, um die Daten, die dort ja vorhanden sind im ERP-System, wirklich so auszulesen und zusammenzubringen, dass fundierte unternehmerische Entscheidungen auf Grundlage dieser Daten auch getroffen werden können. Ja, um in das Detail einzusteigen, da sind sicherlich die Kollegen von Hilstar ein bisschen tiefer im Thema, als ich es bin, möchte ich auch gerne direkt an Klaas von der Firma Hilstar übergeben. Wir werden es so ein bisschen teils in Deutsch, teils in Englisch machen. Fragen könnt ihr aber gerne auf Deutsch auch stellen und ja, wir beantworten die dann auch. Genau, Klaas, the stage is yours. Großartig, danke. Present my presentation in English, and Richard will try to do his part in German. Vielen Dank, dass Sie uns haben introduziert haben. Ja, ich habe eine I have a short introduction of Hilstar and BIRDS, and my part is a couple of slides in PowerPoint, and Richard will show you present you the solution itself. So I try to do it in 5 minutes. You see here in the meeting Richard van der Beek. He's our partner onboarding manager. Jochen Halboom is our marketing, and myself, I'm the CEO and founder of the company. Topic of today is partnering with QBS and BIRDS BI from data to insights in Power BI. A short about Hilstar. We are established in 2012, 42 employees, passion for data, nothing else than dynamics. And we serve a lot of customers in also a lot of industries in the Benelux, as well as in Germany, Scandinavia, and the UK. So I think we have a team lined up to support you and your teams to get more insights and more data journeys in Power BI for your customers. What is the challenge? The challenge is modeling. We have Power BI, and we have NAV or Business Central, and there are some reports available, but when you want to go one step further, you need to you need to train models, and customers don't want to pay a lot of money to get a single sales report in place. So what we have done is we have modeled a lot of content. So you have a quick start with your customer to get the better insight of what is going on in this company. Now, the challenges are flexibility, reliability, and performance. And these three topics we solve with BIRDS. And what we see also with in the partnering that we do now with several partners, a lot of them tried to do it themselves first. So Power BI, Business Central,
And but before you have a sales report in place, it took 10 days, for example. So, and the customer says, "Oh, 10 days. I don't want to the question that I have is that so specific that I need 10 days to get this done?" So some of the partners made some report packs and they sell it to the customers, but you need to maintain these packs yourself. So a lot of troubles are coming up. So always the question, do I build it myself or do I partner and buy it from one of the ISVs? Now, I hope we can show you today that partnering with Hillstar is the best in this to do, because we have a lot of quick insights available, we have a lot of flexibility, and we maintain the models with new versions, new waves in Business Central, and we make it available to you and your customers. Now, what did we do? There is a data layer. We have on-premise systems. We have cloud systems. We have a lot of other source systems available at the customer site. And what we do is we bring it into a model, a data warehouse, and we can do that on-prem, in a VM, or with Azure services, or a mixture of all of that. So you can grow into a model. What we also can do is, customer is on NAV 2016 today. In Q3, he migrates to Business Central. Data is available. Reporting is available. So you don't need to get this hurdle in your projects, because I know that when you implement your NAV or your Business Central solution at the customer, you don't want to have a lot of hurdles because you want to go to a live date. And I think we can help you on this topic. Now, what do we have? Oh, a lot, but this was the fast lane. We have standard models available for the finance parts, fixed assets, warehousing, inventory, purchase, sales, but also for projects, manufacturing, and retail. A lot of content that you can put in place from day one. So we install the solution and you have the reports available. What we also have done is we have a lot of solutions also from other ISVs integrated in our solution. So for example, some retail, some service, some construction solutions. So we are also able to talk to you to get your specific vertical integrated into BIRDS. And that is also to keep in mind to get a cooperation together to get the quick insight also on your content packs. Now, partnerships. We partner with you, and there are several models. You buy the licenses via QBS. We have an ambassador or a reseller or an implementation cooperation if it is about implementing. So Richard is our onboarding manager and he can help you to implement BIRDS yourself, or let's say 70% you do yourself, 30% we do, first line support, second line, third line support. We can bring in several models to work together, and what is important to understand that we want to support you where you have a lack of knowledge or a problem in supporting your customers. We can help you
with that. What is also in it for you? You sell more Power BI licenses, you sell more Azure consumption, and the integration of the Power BI and the ERP, the dynamic systems, are more integrated. And what we always say is, when you have implemented your NAV or Business Central, we come together and then it's partying, because with the BI part in place, then the customer says, hey, this is what I need. I don't want to put in my quotations and my orders and my production and my warehouse movements. No, I want to look one step higher, and that is what we bring in together. Okay, a lot of information, pricing. We have a pricing model at this moment, company priced, so it's not user based but company based. And for an NAV customer or Business Central customer, it is between 300 and 500 a month, and for AX, 400 to 800 per month. And implementation, yeah, that depends on what the situation is. So we always and we can learn you how to make a good quotation for your customer. Now, follow up via QBS or directly send me an email or find information at the site website birds.bi. I want to give the word to Richard. Vielen Dank für deinen aanwezigheid. Well, I don't know what it is. Okay. Thanks, Klaas. Ich werde meinen Schirm teilen. Ist mein Schirm zu sehen für Sie? Ja, yeah, perfekt. Ja. Yeah. Okay, danke. Guten Tag. Herzlich willkommen bei der Präsentation von unserem Produkt Birds. Ich freue mich, Ihnen heute unser Produkt vorzustellen zu dürfen. Entschuldigen Sie bitte meinen Akzent. Ich bin nur ein Holländer. Was ich gern zeige ich Ihnen das Vertriebsdashboard. Sie sehen das auf das auf der Schirm. Wir haben die verschiedenen Berichte, die Klaas auch gezeigt hat in seiner Präsentation, aber nur auf die deutsche Sprache. Dies ist auf dem app.powerbi.com. Ich zeige Sie auch mit unserem Power BI Desktop Produkt. Dies ist das Vertriebsdashboard. Und ich fange an mit dem Bericht von der Vertriebsleistung. Der Bericht und all unsere Berichte haben ein festes Format. Neben dem Titel gibt es zwei Datenschnitte. Das Datum und der Mandant. Und der Mandant ist wichtig. Sie wissen, dass in einer Datenbank von BC mehrere Mandanten anwesend können sein. So, wenn man mehrere Mandanten hat, in diesem Demo ist nur die Kronos International Mandant anwesend. Und anders, all die verschiedenen Mandanten sind automatisch gespeichert in die gleiche Datenbank unseres Data Warehouse. Nach dem Titel gibt es, und unter dem Titel sehen Sie die Leistungskennzahlen. Wir haben 5 Leistungskennzahlen in unseren Standardberichten. Was wichtig ist zum Wissen, ist, dass dies nur eine Vorstellung ist für einen Bericht. Es ist möglich, die Berichte zu personalisieren für Ihre Kunden. Und das ist, was wir machen. Dauernd die Implementierung. Das ist, weil Klaas sagt, es ist eine Out-of-the-Box-Solution, es ist ein Ready-to-Go-Solution, aber das meint nicht, dass das das Ende ist, die Reise, aber das ist das Beginn, die Reise, die BI-Reise, die wir zusammen machen
mit Sie und mit Ihren Kunden. Zurück zu den Leistungskennzahlen. Was man sieht hier ist das Verkaufsbetrag tatsächlich year to date. Das ist von heute, von das Beginn dieses Jahr bis heute. Wir nennen das bisherigen Jahresverlauf. Daneben sehen Sie auch eine Zahl. Das gibt auch das Verkaufsbetrag, aber von das bisherigen Jahresverlauf vom letzten Jahr. Und dies ist das ist das Unterschied zwischen die zwei Jahren, dieses Jahr und das Vorjahr. Dies ist das Unterschied in Prozenten von das Verkaufsbetrag. In die zwei Leistungskennzahlen daneben sehen Sie die Marge. Ein besseres Wort, deutsches Wort ist vielleicht die Spanne. Die Spanne in Euros und die Spanne in Prozenten. Da unten sehen Sie die verschiedenen Darstellungen oder Visualisierungen. Wie Sie sehen, in Power BI ist das in Deutsch übersetzt mit Visualisierungen. Und ich habe gelernt, dass vielleicht Darstellungen ein besseres deutsches Wort ist für diese, was man hier sieht. Das Vertriebsvertrag pro Land. Und Sie sehen da verschiedene Kleuren, verschiedene Farben. Und wenn die Farbe ist grün, das meint, dass die Varianz von dieses Jahr und letztes Jahr besser ist. So, man hat einen besseren Verkaufsbetrag denn das Vorjahr. Wenn die Farbe rot oder gelb ist, dann ist es nicht so gut. Sie sehen, das sind zwei Länderkarten, sind rot und das ist Holland. Wenn ich filtere, automatisch die verschiedenen Darstellungen werden auch gefiltert auf die Wahl, die man macht in diesem Darstellung. Sie sehen hier die Umsatz in diesem Jahr versus Vorjahr. Sie sehen, dass nicht so viele Daten in, aber das reicht für was wir hier zeigen sollen werden. Sind von dieses Jahr und von das Vorjahr die Top 10 Kunden nach Verkaufsbetrag und den Top 10 Artikel nach Verkaufsbetrag. Dieses ist das erste Bericht, was Sie sehen. Das ist ein globales Bericht, hoch und mehr im Detail. Wir gehen zu den nächsten Berichten. Sie sehen, das sind verschiedene Berichte in dieses Dashboard, die Vertriebsleistung, und dann sehen wir die Vertriebsleistung pro Artikel. Und wir machen eine Detaillierung zum Artikel. Sie sehen, dass dies ist dasselbe. In all unseren Standardberichten und Dashboards haben wir ein selber Layout davor gemacht. Und da unten sehen Sie die verschiedenen Darstellungen, die Sie die spezifische Information zeigen werden. Was man immer wissen wollen, ist mehr auf dem Detail. So, Sie sehen auch eine Tabelle in dieser Darstellung, und es ist möglich, um eine Detaillierung zu machen von Artikelkategorie zu Artikelnummer Beschreibung. Und es ist möglich, auch die verschiedenen Zahlen und verschiedene Sachen zu zeigen und auch zu ändern. Das ist auch ein gutes Ding. Ich soll Sie anschauen, wie es geht. Sie sehen hier am rechten Seite die Felder. Und das ist das Modell, darüber Klaas auch so erzählte. Und in dieses Modell, das ist, was Birds meint, auf dieses Modell, die Berichten sind gebaut. So, wenn man sieht hier die Verkaufswertposten, wenn wir sehen hier in die Visualisierung, dass die verschiedenen Verkaufsbetragen tatsächlich und auch same period last year und Menge sind in diese Darstellung dazu gebracht. Aber es ist auch möglich, wenn man sagt, ich
bin sehr interessiert auf die Marge. Sie sehen auch, wenn man da überheen geht, wo die Daten sind in BC oder in Navision. Wir haben eine automatische Dokumentierung von unserem Modell. Und Sie sehen sich an, wenn man das, und das ist für die Endkunde, wirkt das sehr gut, so ihr begreift, ah, was ist Marge, was ist das Einstandsbetrag, wie ist es berechnet in das unterliegende Modell. Wenn ich die Marge, das Gewinn, in die Tabelle schleppe, automatisch wird es dabei gemacht. Und so haben wir einen Modell mit einer Self-Service BI-Möglichkeit. Und das ist für die Endkunde. Sie starten mit einem Standardmodell, mit einem Standard-Set von Berichten. Aber es ist möglich und nicht sehr möglich. Es ist gut zu tun, um diese Berichten zu ändern, ohne zu programmieren. So haben wir verschiedene Berichte. Und Sie sehen Berichte Marge pro Artikel und wir haben auch so Vertriebsleistung pro Kunde und pro Mitarbeiter. Und es ist möglich, die mehr zu machen mit den Dimensionen, die Sie brauchen werden. Daneben haben wir auch andere Berichte. Dies ist das Vertriebsbericht oder das Vertriebsdashboard mit den verschiedenen Berichten darunter. Gerne zeige ich Sie auch einen anderen für Debitoren zum Beispiel. Wir haben das Debitorenüberblick. Und dies ist ein Standardrapport, das unsere Kunden sehr schnell brauchen, wenn sie es gesehen haben. Meistens den nächsten Tag, man sagt, ah, dies ist, was ich brauche in meinem Geschäft. Und in den nächsten Tagen ist es operationell. So, wenn wir die Implementierung machen, wir fangen immer an mit einer Installation. Und wenn die Installation fertig ist, Sie haben direkt haben Sie Ihren Daten in diese Standardlösung von Word. Sie sehen die zum Beispiel nach Altersgruppe und die Altersgruppe werden automatisch berechnet von diesen Daten an. Und es ist möglich auch einen Tooltip zu introduzieren. So, Sie sehen mehr Information und das ist für die Endkunden sehr wichtig, um dies zu brauchen. Als zum Letzten, ich zeige Sie die Hauptbuch, weil in das Hauptbuch, Sie sehen hier die Rubriken, die Level Codes, Sie haben von in Ihrem BC. So, Birds nimmt die Level Codes, die Ledger Accounts und daaronder die Level Codes, die Level Code Namen, nimmt er automatisch daarin. So, het is mogelijk hier ook die gleiche Weise van rubricering in ihren Berichten zu bekommen. Daneben is het ook mogelijk om met een Excel een eigen rubricering te maken. Und die Rubrisierung, die ist nicht in BC, aber ist möglich in das Datenbank und in das Data Warehouse von Birds. Und wir haben hier eine Gewinn- und Verlustrechnung, daneben eine Balanz. Und auch wenn Sie es gebrauchen, in BC eine Geldflüsse vorhersagen, wir brauchen die Standard BC-Möglichkeiten, die daarin sind. Daneben ist es auch möglich, wenn man auf ein spezielles Nummer, Sie sehen, None meint, da sind keine extra Levels in das System von BC eingeführt, aber am Ende, man
bekommt das, das Kontonummer und von das Kontonummer es ist möglich, um ein Drill-Through auszuführen. Sie kriegen automatisch die unterlegenen Debitoren und die Invoice, ihren Rechnungsnummer, deren Credit Memo-Nummer. Ich habe noch eine Minute. Haben Sie vielleicht Fragen für uns, dass wir sie können beantworten? Okay, Marc schreibt jetzt hier. Herzlichen Dank für die gute Präsentation. Okay, keine Fragen. Genau. Herr Vermeer, haben Sie sonst noch Frage? Nein, von meiner Seite gibt es auch keine Rückfragen. Okay. Ich hatte eine Frage, wenn ich darf. Kann man den Standardberichtssatz von Power BI, kann man den anpassen? Ja, ja. Die Standardberichte, Sie meinen die Berichte. Ja, das sind genau. Die Standardberichte und ich habe sie gezeigt. Das ist genau. Nur ein Vorschlag. Ein Vorschlag. Und es ist möglich, die Vorschlag zu gebrauchen und dauernd die Implementierung. Die Vorschlag wird angepasst zu den Wünschen von den Kunden. Ah, okay, super. Perfekt. Dann sind unsere wahrscheinlich auch angepasst, die wir nutzen intern. Mhm. Ja. Genau. Sie sind gestartet mit dem Standard und dauernd die Implementierung, die sind modifiziert. Gut, okay. Dankeschön. Und es ist auch möglich, in das BIRDS-Produkt, vielleicht zu beizusagen, es ist möglich, das BIRDS-Produkt, wir haben eine Low-Code-Solution und es ist möglich, um die extra Kolommen und Felder dazuzufügen in das Datamodell. Okay. Und speziell für die Partner, es ist möglich, um es flexibel auch ihren spezifischen ESVs und spezifische Wünsche von den Kunden dazuzufügen. Das ist auch mit der Solution für QBS gemacht. Mm-hmm. Okay, alles klar. Super, danke. Ja, wenn es keine Fragen mehr gibt, habt ihr noch irgendetwas, was ihr uns mitteilen möchtet? Richard und Klaas? Oder? Also es war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Vielen Dank dafür. Gerne. Genau. Wenn noch Fragen auch jetzt später auftauchen, dann würde ich die natürlich gerne zu euch zurückgeben, dass ihr die beantworten könnt. Ja. Kein Problem. Und wenn man etwas mehr wissen will über Pricing, Partnering, the model behind, because we have a standard and how with our low-code data warehouse automation tool, how you can generate other fields, other measures. Welcome to get in contact with us, and we can explain how this can help you to get this in place at your customer. Great, thank you. Okay. Okay, also wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann würde ich jetzt das Webinar beenden. Mhm. Herzlichen Dank an alle Teilnehmer und natürlich an Hilster. Und wie gesagt, wenn Fragen sind, einfach melden, entweder direkt bei Hilster oder natürlich auch gerne über mich oder über uns als QBS. Okay. Okay. Vielen Dank. Dankeschön. Ja. Tschüss. Tschüss.